Herzlich willkommen, liebe Modellbahnfreunde, zu einer weiteren Ausgabe Digitalisierung der Modellbahn. Heute haben wir Ihnen eine Lok mitgebracht, die sehen Sie jetzt gerade im Bild. Das ist die berühmte Mozart-Lok von der ÖBB. Das ist eine Lok, die, sagen wir mal, Anfang 2000 gebaut worden ist, auch ein völlig anderes elektronisches Innenleben hat und vor allen Dingen nicht mit den jetzt Standard von Decodern digitalisiert werden kann. Es ist eine Analog-Lok und die wollen wir jetzt digitalisieren. Und Norbert wird Ihnen jetzt zeigen, wie das Ganze geht. Ja? Ja. So, Walte deines Amtes. Wir werden die mal hier runternehmen. Und zuerst muss sie ja erstmal aus ihrem ausgepellt werden. Wie eine Pellkartoffel rausgenommen werden. Bei den Loks ist es natürlich relativ einfach. Man zieht also im Prinzip das Gehäuse seitlich auseinander und kann dann wunderbar alles. Dann hat man schon das Innenleben. Das Innenleben der Lok. Und was sehen wir denn hier? Es sieht ja noch ein bisschen, ich sage jetzt mal urzeitlich aus, wenn man die heutigen Leiterplatinen sieht. Es sieht schon etwas anders aus. Es ist schon relativ modern für die damalige Zeit. Wir haben schon immerhin eine NEM 652 Schnittstelle drin. Hier zu erkennen wird durch den Blindstecker, den wir dann nachher bloß rausziehen müssen, einen entsprechenden Decoder mit einem NEM 652 Stecker einstecken brauchen nur noch. Und dann ist eigentlich die Lok schon digitalisiert. Also wir digitalisieren die Lok nur, wir machen jetzt keinen Sound rein. Nur digital. Nur, wir können sie jetzt also rein nur digital jetzt gut machen. Also wir machen jetzt eine Digitalisierung dieser Lok. Diese Maschinen sind im Bereich um die 2005 bis 2000 so verkauft worden von Rocco. Ist eine Rocco-Lok, müssen wir dazu sagen. Und hier brauchen wir eigentlich nicht so viel Arbeit machen, wie wir es vielleicht bei alten Loks machen müssen, wo wir in einer Folge Ihnen ja schon gezeigt haben, mit viel Lötaufwand und so weiter. Das ist hier nicht mehr notwendig, sondern hier müssen nur noch gesteckt werden. Hier muss bloß noch gesteckt werden. Das erleichtert die Sache. Welchen Decoder nehmen wir denn jetzt? Auch wieder von ESO entsprechend einen Decoder. Da müssen wir jetzt mal. Welchen nehmen wir denn? Das ist er nicht. Das ist einer mit Plux. Plux, das ist er. Das sollte er sein. 8-poliger Stecker. Jawohl. Wir zeigen das mal kurz in die Kamera erstmal oder machst du erst auf, je nachdem. Also, ein ESO Digitaldecoder. Die Artikelnummer finden Sie wie immer dann auf der Webseite. Die müssen wir jetzt nicht nennen. Das packen wir jetzt mal aus und dann werden wir sehen, wie das geht. Wir probieren das natürlich dann auch hinterher aus, dass was wir reingesteckt haben, auch funktioniert. So, was kann jetzt der Decoder denn für die Lok, wenn wir sie jetzt digitalisieren, machen? Der übernimmt dann die Lichtschaltfunktion wahrscheinlich. Licht. Das war es dann eigentlich schon. Man kann, wenn man jetzt noch irgendwas anderes vielleicht drin hat, kann man über einen separaten Ausgang noch eine andere Funktion eventuell schalten. Mhm. Aber bei diesen normalen Standard-Loks haben wir eigentlich nur die Lichtfunktion und halt Fahren. Wobei wir aber dazu sagen müssen, nochmal, man könnte sie jetzt auch mit Sound versehen. Das wäre dann eine reine Sisyphus-Arbeit, wollen wir aber an der Stelle nicht, sondern wir wollen Ihnen erstmal nur die verschiedenen Decoderarten zeigen, die es gibt mit den verschiedenen Steckmöglichkeiten. Es ist also ein 8-poliger und einfach zeigen, wie wir das jetzt digitalisieren. Ja. So. Dazu müssen wir, warte mal, Frank, kann ich dir mal? Ja, kannst du mir alles geben. Zur Seite? Na klar. So, dazu müssen wir jetzt einmal hier den Blindstecker jetzt rausnehmen. Das machen wir am besten mit einer Pinzette. Kann man am besten. Ich zeige es nochmal rein in die Kamera. So sieht er also aus. Wir stellen das gleich scharf. Ja, sehen Sie, das ist der Blindstecker dazu, der in jeder Lok drin ist, weil sie erstmal analog fährt. Ne? Genau. Und dann sehen wir dazu nochmal, ich habe meinen eigenen Zeigestock. Ja. Und dann sehen wir natürlich hier nochmal, wo dieser Blindstecker draufgesteckt hat. Und die ganze Kunst besteht jetzt darin, den richtig rum raufzustecken. Ach, das machen wir gleich. So. Dazu gibt es hier auf der Platine so ein kleines Sternchen, was uns anzeigt, dass dort der Pin 1 rein muss. Wo ist hier der Pin 1? Der Pin 1 ist immer die rote Leitung. Ah ja. Also hier kann es passieren, dass wir den verkehrt rum reinstecken. Es könnte passieren, dann funktioniert die Lichtfunktion eventuell andersrum oder sie fährt in die falsche Richtung. Aha, aber passiert da nichts.
kaputt gehen kann nichts in dem ich Fall. Ich wollte gerade sagen, ist das so ein Dampflok, dann wird das alles qualm hier drin. Ja. Nein, ist nicht so. Nee, also, Sternchen und Rot hast du gesagt. Sternchen und in dem Fall jetzt hier doch Orange müssen Orange, wir jetzt hier. Okay. So, stecken wir den jetzt einfach hier nur rein. Drücken den drauf. Dann kann man hier an der Stelle wieder Klebeband, das berühmte. Klebeband setzen. Machen wir jetzt nicht. Wir legen mal nur dazwischen, weil wir ja auch gleich eine Funktionsprobe machen wollen. Das ist eigentlich so. Die ganze Kunst und Herrlichkeit. Das war es eigentlich schon. Man muss jetzt bloß die Leitung noch ein bisschen gut verlegen. Also bei der lilafarbenen Leitung muss man natürlich aufpassen, weil hier ist ein blankes Ende. Das muss das entweder wegzucken. Abschneiden oder aber isolieren mit ein bisschen Tesafilm oder... Wir schneiden es gleich ab. Wir schneiden es ein bisschen ab. Genau. So. So, damit dann auch nichts passieren kann. So, und jetzt, liebe Zuschauer, ist die ganze Kunst und Herrlichkeit schon gegessen. Jetzt werden wir die Lok auf das Gleis setzen. Kleines bisschen umräumen. Es ist wie im Theater hier, die Kulisse wird gewechselt. So. Schienen steckt mal zusammen. Zack. Jetzt wächst auch zusammen, was zusammen gehört, liebe Zuschauer. Rocco-Lok auf Rocco-Gleis werden wir jetzt setzen. So. Norbert hat schon angeschlossen an unsere Digitalzentrale. So. Und jetzt wollen wir probieren. Und testen, ob dieser kleine schon funktioniert hat. Sehen Sie, die Lok fährt. Und vor allen Dingen auch, man sieht ganz schön, ich weiß nicht, ob Sie es sehen, hier hinten brennt das rote Licht jetzt. Und wenn wir jetzt die Fahrtrichtung ändern, schaltet sie automatisch auf weiß und die Lok fährt in die andere Richtung zurück. Also Umbau geglückt. Ja, das ist die einfachste Variante, eine Lok zu digitalisieren. Jetzt sind wir schon fertig. Wir sind fertig. Das war's schon. Gehäuse raufsetzen. Da habe ich mich hierher gesetzt und habe gedacht, jetzt machen wir hier eine richtige Aktion. Sie sehen also, es ist relativ einfach, wenn man etwas modernere Loks hat, wie zum Beispiel hier diese Rocco-Lokomotive mit diesen achtpoligen Steckern. Man muss nur den entsprechenden Decoder kaufen, reinstecken und dann sollte es gehen. Ja. Wir können noch mal kurz zeigen, wir haben da auch einen entsprechenden Decoder, einen Sound-Decoder. Den könnte man theoretisch genauso einfach reinstecken und würde dann genauso funktionieren. Man kann jetzt den entsprechenden Sound noch raufspielen von der Lok und reinstecken und fertig. Wobei wir das jetzt aus Zeitgründen nicht machen wollen. Wir hatten es ja bei der ersten Folge, bei der anderen Folge, bei der Digitalisierung ja gesagt, dass das 30 bis 45 Minuten dauert. Die entsprechende Konstellation können Sie sich ja dann bei uns auf der Website auch angucken, den Film dazu. Wie das zusammengesteckt wird und wie der Sound aufgespielt wird, das sparen wir uns jetzt. Aber Sie sehen auch hier, auch für diese Lokomotiven gibt es diesen achtpoligen Stecker. Dann haben wir hier einen wunderbaren Lautsprecher. Ja. Ist ein kleiner viereckiger, der dann den Sound wiedergibt. Und hier hinten ist praktisch nur die Platine dazu. Das ist der Decoder mit dem entsprechenden Soundteil. Genau so ist es. Und die einzige Aufgabe, die Sie bei dieser Maschine haben, wenn Sie diese mit Sound versehen wollen, dass Sie jetzt den Platz noch suchen müssen, aber das sollte eigentlich gehen hier bei der Lokomotive, wo der Lautsprecher hinkommt. Ja, eventuell hat man Glück, dass man das hier auch nebeneinander raufkriegt. Dann wäre jetzt die muss Frage, man dann schauen. Norbert, eine Schallkapsel dazu? Ist noch in der Verpackung drin. Ist noch in der Verpackung drin, haben wir nicht rausgenommen. Also auch hier gibt es auch eine entsprechende Schallkapsel. Genau so. Man kann es also, wie gesagt, mit dem doppelseitigen Klebeband verkleben und schon ist die Kunst gegessen. Noch was dazu zu sagen? Nö, das war es eigentlich dann schon. Da bedanken wir uns für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal.